Sehr verehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Kollegen und Zuschauer und Vertreter der Presse. Schutz von Einsatz- und Rettungskräften, wir haben es in den Vorreden gehört, jeder ist dafür. Niemand in diesem Hohen Haus wird sich diesem Ansinnen entgegenstellen. Gehen wir auf das erste Eingangswort ein. Schutz vor was? Vor wem? Welchen Ausmaß? Jeder, der im Rettungsdienst tätig ist, und ich war im Rettungsdienst, weiß, es gibt den Eigenschutz. Schutz vor physikalischen Gefahren wie Hitze, Feuer, Kälte und so weiter. Jeder Baum kann prinzipiell eine Gefahr darstellen, wenn er umfällt. Unsere Erfahrung lehrt uns, wann eine Gefahr real werden kann und welche äußeren Umständen zu einer erhöhten Gefahr führt. Bei einem Sturm in den Wald zu gehen, erhöht das Risiko, von einem Ast erschlagen zu werden. Gefahrenabwehr bedeutet also Risikostratifizierung. Ist das Risiko für Rettungskräfte heutzutage gestiegen, Opfer einer Gewalttat zu werden? Wir alle in diesem Hause wissen die Antwort. Ja. Betrifft dieses erhöhte Risiko nur Einsatzkräfte? Nein. Die Messerattacke gestern in Schleswig-Holstein beweist dieses. Mitnichten, liebe Kollege, mitnichten ist es nur ein Problem im Rettungsdienst. Wir, die AfD, gehen mit offenen Augen durch unsere Gesellschaft. Tun Sie es auch. Notaufnahmen müssen nachts in Krankenhäusern beschützt werden mit Sicherheitspersonal. Vierertrupps der Polizei schützen den Weihnachtsmarkt in Hannover mit Maschinenpistolen. Grundschulen werden hermetisch abgeschlossen und zu Hochsicherheitszonen. Marktplätze werden mit Merkel-Pöllern geschützt. Ein Land, in dem wir gut und gerne leben? Purste Ironie seitens der Union, der Abschafferpartei Deutschlands. Was ist aus unserem Land die letzten Jahre geworden? Unvergessen, dass eine Polizistin von einem Clan-Mob aus Peine fliehen musste. Unser Versagensminister Pistorius ist nach Berlin entflohen. Nancy Faeser schürft lieber Sekt in Kriegsgebieten, als sich um die innere Sicherheit zu kümmern. Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Ist es der Klimawandel, der Rot-Grün und die smarte CDU hier als Götze in jeder Rede vorträgt? Ja, richtig, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Es ist der politische Klimawandel in unserem Lande, der dazu geführt hat. Deindustrialisierungsminister Habeck kann mit Deutschland nichts anfangen. Und Sie, liebe Union, haben 16 Jahre lang Frau Merkel hofiert, eine Bundeskanzlerin, die unsere Nationalfarbe Schwarz-Rot-Gold achtlos in den Dreck geworfen hat. Sie sind mit der toten Gefahr, dass es Deutschland so schlecht geht. Wir Kultur, deutsche Werte und Normen weggeworfen. Herr Marciszewski-Drewes, ich bitte Sie ausdrücklich, sich zu mäßigen. Jawohl. Das kann der gar nicht, das weiß er gar nicht, wie man das meint. Aber ach, egal, was soll's. Hauptsache hip und vogue soll man sein, jetzt im Bundland. Und die Regenbogen-Ideologen von SPD, der Speerspitze, wollen noch alles übertrumpfen und unseren Pass verramschen. Die doppelte Staatsbürgerschaft flächendeckend einführen. Sie suchen sich lieber ein neues Wahlvolk, als sich tatsächlich um die Belange der Bürger in unserem Land zu kümmern. Das Ergebnis dieser enthemmten Politik sind die Silvesterangriffe und nicht zum ersten Mal in unserem Land. Jeder kennt es und weiß es. Gegengesellschaften und Gewalt breiten sich auf. Es ist eben nicht Großfamilie Meier und Müller, die sich mit Dachlatten kommunikativ auf Straßen unterhalten. Es wird nur allzu gern verharmlost und vertuscht in der Applaudierpresse, gestern der NDR. Angst vor der Wahrheit. Wir, die AfD, fordern seit Jahren, Ross und Reiter zu benennen. Eben dann findet keine Pauschalierung statt, wenn jeder weiß, um wen es geht. Wir, die AfD, stärken mit dieser Forderung den Rechtsstaat. Demokratie lebt nämlich von Transparenz und Offenheit, die sie nicht wollen und fürchten. Feuerwehr und Rettungskräfte, die uns mit ihrem Leben schützen, brauchen jetzt allzu oft selber Schutz vor Schutzsuchenden. Ja, absurde Perversion ihrer Regierungsarbeit der letzten 25 Jahre. Verstanden? Es ist nicht unglaublich, es ist die Wahrheit. Es ist Zeit, umzukehren, sofort umzukehren. Nur die AfD als freiheitliche Kraft hat den Mut, dieses klar zu benennen. Deutschland und deutsche Werte zuerst. Unsere 5 Forderungen dazu. Integration ist eine Bringschuld mit einem klaren Bekenntnis zu unserem Grundgesetz, zu unseren Werten und einer deutschen Leitkultur. Konsequentes Abschieben aller ausländischen Straftäter. Keine doppelte Staatsbürgerschaft. Wiedereinführung der Wehrpflicht bzw. eines Pflichtjahres im sozialen Bereich.
damit alle jungen Menschen wieder lernen, in Demut für das Gemeinwohl zu dienen. Keine Verharmlosung von Gewalttätern, egal welcher Couleur. Der deutsche Molotow-Werfer in Lützerath ist genauso ein Gewalttäter und kein Aktivist und muss genauso bestraft werden wie der Syrer, der in Berlin Rettungskräfte eingreift. Es gibt kein Recht im Unrecht. Sie müssen zum Ende kommen, Herr Kollege. Abgeordneten sollten sich merken. Die AfD ist und bleibt der Garant für Recht und Sicherheit in Niedersachsen. Danke.